So, nachdem mir das mit dem Malen natürlich mal wieder nicht unbedingt gefällt, habe ich ja hier noch eine schöne Geschichte, und zwar das Big Tree Tech Pad 7. So heißt das. Und das will ich jetzt endlich mal auspacken. Das habe ich schon eine ganze Zeit lang hier rumliegen. Ich wollte eigentlich schon lange was damit machen, aber es war zu warm. Und heute hat es nicht 1000 Grad hier drin. Dafür habe ich jetzt wieder eine neue Baustelle vorm Haus. Das ist eigentlich eine Baustelle, die ist jetzt seit 3 Wochen beendet. Jetzt haben sie die Straße wieder aufgerissen. Man kennt es, ja. Man kennt es, ja. Und ja, jetzt bauen wir mal das auseinander. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen. Beim Fred zum Beispiel, wo der Robert da war. Gucken wir jetzt mal rein. Wir gucken. Ja, ein Karton mit Sachen drauf. Ah ja, okay. Wir haben Aufkleber mit Klepper. Das ist ja toll. Wir haben das Pad an sich. Oh, das aber. So, hat schon einen Standfuß dran. Finde ich gut, muss ich nicht extra montieren. Und wir kennen vielleicht die Anschlüsse hinten. Wir haben 2x USB, 1x Ethernet, 1x CAN-Bus, 1x SPI und einen Kühlkörper. So, ich stelle das mal so hin. So, okay. Karton sieht so aus, als hätte man es schon mal ausgepackt. Definitiv. Aber macht ja nichts. Vielleicht hat man sich das ja vorher nochmal angeguckt. Also ein bisschen arg gequetscht hier, Freunde. Aha, wir haben ein Quietschentchen. Das kann auch quietschen. Verschiedene Anschlusskabel für CAN-Bus etc. Dann haben wir noch Abstandshalter, einen Adapter für EU-Steckdosen. Und das ist der ADXL-Sensor. Was ist denn da drin? Das ist eine SanDisk Ultra. So. Blub. Wir schalten einmal ein. Ihr seht mehr wie ich. Ja, da kommt ein schönes Symbol. Ich fahre das ein bisschen zurück, damit ich auch mal gucken kann. Vielleicht ist es dann auch schärfer für euch. Schon da, oder was? Was hier jetzt nicht dabei ist, sind USB-Kabel oder sowas. Jetzt kann man da natürlich nicht besonders viel sehen. Also, was haben wir hier? Clipper has announced an error. Ja, ist klar, du hast da noch nichts drauf. Menü. Was haben wir hier? Network. Ja. Dann müssen wir mal gucken, dass wir unser Network hier anschmeißen. Was ist denn da für ein ESP schon wieder unterwegs, ohne irgendwas? Naja. Ich wähle mein Netzwerk. Okay, das ging problemlos. Das gefällt mir. So, System. Schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier alles? Invalid. Ich kann mal eins machen. Ist eigentlich alles invalid? Do you want to recover? Ja, mach mal alles, komm. Er sagt mir alles invalid, ich soll erstmal alles anders machen. Dann mal halt hier. Ui. Okay. System. Hat er mir jetzt da irgendwas geändert? Nö. Gehe ich mal auf invalid. Also ihr seht hier, ich habe viele invalid Sachen da. Vielleicht seht ihr es auch nicht, weiß ich nicht. Doch, seht ihr schon, viele rote Sachen da. Die will ich eigentlich ändern, wenn ich jetzt hier draufklicke. Jetzt ist er ganz abgestürzt. Jetzt sieht es besser aus. Okay, und vielleicht hat er einfach einen Neustart gebraucht, einmal, nachdem er mein WLAN bekommen hat. Okay, jetzt sieht es auf jeden Fall mal besser aus. Kann ich den hier eigentlich nicht auch auf Deutsch umstellen, eventuell? Medium System Default? Nein, ich möchte DE. Okay, hat einen Fehler festgestellt, okay. Big Tech Config does not exist. Ja, das ist ja okay. Das wird auch so nicht passieren erstmal. Schauen wir da nochmal rein. Ungültig. Okay, jetzt ist nur noch Clipper Screen ungültig, der Rest ist jetzt okay. Was war das jetzt hier? Ja, weiß ich auch nicht, was er da jetzt alles will, aber gut. Ich kann nochmal auf vollständige Aktualisierung gehen, weiß natürlich nicht, ob es was bringt, aber vielleicht brauchen wir das auch nicht. Der Rest ist jetzt erstmal alles aktuell, das gefällt mir gut und sonst habe ich nichts zum Einstellen. So, und das ist jetzt genau die Geschichte, wo ich sage, für den Otto-Normalverbraucher würde für mich jetzt eben das Sonic Pad reichen, denn jetzt kann ich an dem erstmal nicht wirklich weitermachen, denn ich muss ja den Drucker einmal auf Clipper flashen. Das heißt, ich muss jetzt in meine Konsole gehen und muss über die Konsole das File erstellen und muss es ihm dann rüberschieben. Der hier müsste einen SSH-Zugang haben. Allerdings weiß ich noch nicht, was für eine IP-Adresse er hat. Muss ich mal nachschauen. Doch, ich weiß sie schon. Das ist die 170. Okay. Und ja, dann müsste ich mich ja mit SSH hier schön verbinden können und müsste dann meine hübschen Befehle ausführen können, damit ich eben dann das File für diesen Drucker hier bekomme. Ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach. So, ich habe mich jetzt einfach mal über meinen Browser verbunden, also 192.168.0.170. Und jetzt hier steht es auch nochmal da, Clipper Screen Invalid. Ich kann aber hier mehr machen
Und zwar, Moment, da wollte ich eigentlich nicht hin, da wollte ich hin. Ich kann Soft- oder Hard-Recovery machen. Hier steht dort ein 13 Commits available. Was gibt's hier Schönes? Integrated Network Manager. Was kann ich hiermit tun? Eher nichts. Add Feedback for Touch. 4. Mai 23. Klick mal da drauf. Was gibt's hier Schönes? Brauche ich eigentlich auch nicht. Ich möchte eigentlich nur Soft Recovery. Probieren wir es da mal mit. So, jetzt sagt er Reinstall complete. Ich mache mal Close. Jetzt sagt er hier Unknown. Okay. Was haben wir da? Unknown. Bewegt sich nicht viel. Machen wir hier. Update Manager. Ich weiß nicht, was er macht. Naja, während der jetzt das macht, öffnen wir mal Putty. Putty. Dann 192. Mein Gott, das ist die Tasse im Weg. So, jetzt haben 168, 0, 1, 7, 0. Schauen wir, was hier passiert. Ja, accept. So, was ist denn der Login? Was ist der Login? Muss jetzt tatsächlich schauen. BTT, Pad 7, SSH, Login. Den kenne ich. Ich will aber eigentlich nur. Ich will eigentlich nur den Login haben. Und so sieht es schon wieder aus. Reddit. Wieso finde ich eigentlich da wieder nichts? Big Tree Tech. Nice Shops Game. Ja, ich will nicht zu Nice Shops, ich möchte einfach nur. Finde ich da irgendwas tatsächlich? Ah, das ist eine Bedienungsanleitung. Okay. Steuerung F, SSH. Jawohl. User. Finde ich auch nichts. Ja, muss ich weiter suchen. So, nachdem er jetzt ein bisschen gerödelt hat, habe ich jetzt hier eine Upgrade-Funktion von meinem System. Das mache ich jetzt natürlich auch noch vorher. Und lassen wir das jetzt auch mal rödeln. So, und jetzt habe ich lang gesucht und haben wir dann doch entschieden, ja gut, ich weiß, dass der Robert ein Video darüber gemacht hat. Also das Passwort ist, Login ist BQ und das Passwort ist BQ. Warum steht das nirgendwo? Also, ich habe jetzt wirklich lang rumgesucht. Nervt mich. Lang. Ist jetzt 11.10 Uhr, ist es. Also 10 Minuten habe ich jetzt nochmal investiert. So ein Quatsch. So, das System-Upgrade habe ich jetzt auch gemacht. Also BQ. Wie schreibt man es? BQ oder einfach mehr? Ne, BQ. BQ. Das war's. Warum steht das nicht in der Anleitung? Das ist schon die Frage. Okay, dann kann ich jetzt hier erstmal weitermachen. So, in diesem Internet findet man ja so ein paar Sachen und deswegen habe ich jetzt einfach mal FL Sun Super Racer Config und ich sehe hier schon, also Pin Mappings, bla bla. So, also das heißt, ich mache jetzt nochmal Make Menu Config, das nehme ich jetzt gleich raus, keine Lust es zu tippen. Rechte Maustaste, Enter. Ja gut, habe vergessen CD Clipper zu klicken, zu schreiben. So, nochmal. Nein, doch. Oh, okay. Also, wir brauchen hier STM32F407. Das werden wir tun. Halt, falsches Fenster. Da muss ich hin. Mikrocontroller. STM32F07. Da muss ich noch rein. F407. F401, F407. Jawohl. Dann mein Bootloader Offset. Jetzt muss ich da mal gucken. Select 48 Kilobyte, jawohl, also 48 Kilobyte, ja, enable USB for communication, USB, genau, passt schon, ja,
Gut, dann können wir zurückgehen mit Q. Haben wir alles gemacht. Extra Low Level, brauchen wir das? Compile, make mini config, make flash. Nein, brauchen wir nicht. Also Q. Yes. Und dann machen wir einfach nur make. Jawohl. Da frage ich mich halt jetzt immer, warum kann man das nicht in einem Clipper-Screen so machen, wie es beim SonicPad ist? Ich möchte dann einen Knopf haben, wo ich das erstellen kann und kann es dann hier auch auswählen und kann dann einfach sagen, Flash. Das ist eigentlich das, wo ich sage, das ist das Beste beim SonicPad, weil du einfach da flashen kannst. Ich brauche keinen separaten PC dazu. Gut, den brauche ich nachher sowieso für die Printer-Config, aber das geht einfach. Und vor allem geht es irgendwie viel schneller wie da, das verstehe ich ja immer noch nicht. Aber gut, jetzt haben wir eine Clipper-Bin. Das ist schon mal gut. Ja, und warum sollte ich es mir schwerer machen, als es ist? Also ich bin hier immer noch bei Roberts Video, sag hier Printer Data, also CP out, Clipper bin, Printer Data Config, damit es in meinem Config-Ordner auftaucht, damit ich es dann auch rüberschieben kann. Also kopieren wir das da einmal rüber. Zack, bumm, sollte so sein. Also, dann gehen wir hier, zack, zack, CD, Printer, das gibt es nicht, LS, wo sind wir denn? Printer Data, stimmt ja. Printer-Data LS, was haben wir hier drin? Ah ja, da gibt es auch einen Config-Ordner, also hier CD-Config LS. So, da sind wir, Clipper-Bin ist drin, also können wir uns die wahrscheinlich hier auch anschauen. Das heißt, ich gehe hier mal rein, sag da mal Close. So, dann lass ihn mal hier in der Maschine. Clipper-Bin, hier ist sie schon, also jetzt kann ich sie runterladen und weiter verwurschten. So, nachdem ich immer sehr faul bin und keine Lust habe, mir die Printer-Config alle so zu erstellen, nehme ich jetzt einfach die, die ich als erstes gefunden habe, und zwar FLSun SR Clipper-Config von Capster. Ja, ich nehme aber mal das Ganze hier. Yeah, so ganz schön viel Zeug hier. Stealth, Job, alles mögliche dran. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. So, dann brauchen wir hier einmal eine Printer-Config. Hier ist eine. Zack, die ist drin. Jawohl. Zack. Steuerung V. Save and Restart, okay. Kann sowieso noch nicht gehen, weil ich natürlich auch meinen Anschluss ja noch nicht weiß, wo das dran hängt. Also das Serial by ID User Clipper, okay, das könnte hinhauen. Und jetzt muss ich natürlich noch das Ganze einmal flashen. Jetzt kann ich mir im Prinzip die Clipper-Bin einmal runterladen. Download, die kommt dann auf die SD-Karte. So, SD-Karte ist drin, jetzt ist sie da. So, und da kommt jetzt die Clipper-Bin drauf. Sie kann ich die hier nicht hinschieben? Also. So, Clipper-Bin drauf und jetzt schauen wir mal, ob es geht. Job. So, Karte hier hinein. Drucker einschalten. So, und auf diesem Teil sollte nicht mehr viel funktionieren. Nein, geht, schade. Also muss ich sie wahrscheinlich noch umbenennen in, wie heißt das, Robin Nano Bin oder sowas. Also wie gesagt, wir nehmen jetzt das Ganze hier einfach mal, machen das hier weg und schreiben da rein Robin Nano V3.bin und dann probieren wir es nochmal. So, und jetzt können wir auch länger warten. Jetzt passiert hier auf diesem Display nichts mehr. So, jetzt müsste das funktionieren. Jetzt kann ich ihn normalerweise an dem Pad anstecken. So. Zack. Jetzt haben wir hier nochmal Firmware-Neustart, schauen wir, was passiert. Clipper-Neustart. Okay, was haben wir hier? Config-Fluid-Config does not exist. Aha. Ja, das kann natürlich sein, dass ich jetzt da noch ein paar Sachen drin habe, die hier so gar nicht existieren erstmal. So, und genau das ist immer das Problem, wenn man halt eine Config von irgendjemand anders nimmt. Da stehen dann immer Sachen drin, die man gar nicht hat. Also, was haben wir da? Fluid-Config does not exist. Weil es irgendwo in der... Wo steht es denn drin eigentlich? Wo haben wir denn unsere Printer-Config? Da steht nämlich irgendwas drin. Hier, Include Fluid Config habe ich nicht. So, der Mann benutzt halt lieber Fluid. Schauen wir nochmal. So, das können wir jetzt soweit machen. Schauen wir, was er jetzt macht. Hat der zufällig da gar keinen Moonraker reingeschrieben? Das kann natürlich auch sein. Zack, Moonraker. Nö, das steht eben nicht drin, das ist schade.
So, ich habe jetzt einfach mal Include Moonraker hier mit reingebracht, anstatt dem Include Fluid. Machen wir nochmal Save and Restart. Dann schauen wir mal. Clipper Reports. Was hat der Moonraker Config does not exist? Habe ich mich verschrieben? Eigentlich nicht. Die ist aber hier. Ja, und was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist... So, den LSDF Serial by ID brauchen wir noch. Das heißt hier, STM irgendwas. Also das ist meine Zeile, die ich brauche. Warte mal, war falsch. Aber jetzt schauen wir hier nochmal. Ne, das ist nicht das Fenster, was ich brauche. Das Fenster brauche ich hier. So, das hier wird wahrscheinlich nicht dasselbe sein. By ID USB Clipper. Schauen wir mal, ob das anders ist. Ja, ist eine andere Nummer. Okay, also er hat die Seriennummer da direkt mit drin. Dann starten wir ihn einfach nochmal neu. Und dann schauen wir, was er tut. So, jetzt sieht das Ganze besser aus. Schön. Also im Dashboard erscheint hier was. Das ist gut. Jetzt haben wir auch die Verbindung zur Maschine. So, und jetzt sollten wir mal eines machen. Und zwar, ich home einfach mal und stelle mich daneben und schaue, was passiert. Home all. Home in, oder ist Home bei ihm tatsächlich jetzt oben? Das kann natürlich auch sein, dass er dann eben nicht viel macht. Temperaturen, schauen wir mal. Ob da was passiert. Extruder. 210. Also wie wir sehen. Temperatur. Hatte ich noch gerade mehr? Jetzt. Also hier steigt die Temperatur. So, dann stellen wir jetzt noch 60 Grad am Bett ein. Also es sagt hier schon mal 49 Grad. Schauen wir da mal. Ja, kommt hin. Also Heizbett geht auch. So, jetzt haben wir hier eine Einstellung, auch ein bisschen mehr Zeug. Also Druckbett-Level, nee, Mesh-Level, Höhe-Kalibrieren können wir noch machen. Nee, Quatsch, zum Höhe-Kalibrieren muss ich das nicht. Das machen wir jetzt. Starte. So, Probe, Delta-Automatik, Delta-Mini. Achso, hier, Delta-Automatik, mach mal. Ich bin gespannt, was er tut. So, ja. Druckbett Mesh Leveling hätten wir jetzt auch noch anzubieten. Höheneinstellung habe ich schon gemacht. No Mesh. Mesh 60, 65 kann ich einstellen, ja. So viel hinzufügen, okay. Machen wir mal PLA, denn das ist wichtig. So, oh, ich bin gespannt, was passiert. Macht er das Profil zu messen nur. Sieht genauso aus wie die Höheneinstellung. Was ich noch nicht weiß, ist, wo ich jetzt mein Z-Offset eintragen kann. Aber das werden wir dann schon noch sehen. Ja, der macht sogar gefühlt 500 Punkte oder so. Aber die macht eine gute Geschwindigkeit. Schauen wir mal. Jetzt habe ich dann das Mesh vom 65er. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich mein Z-Offset dann eintragen muss. Oder ob das schon drin ist. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube es noch nicht. Da gibt es ein normales Menü. Das schaue ich mir nachher noch an. Nee, das Menü gibt es hier nicht. Stimmt. Nein, das muss ich, dann mache ich es an der Web-Oberfläche. Ist auch kein Thema. Also ganz verstehe ich es jetzt noch nicht. Er sagt mir, er hat ein Sonden-Offset gespeichert von 17,57. Muss ich tatsächlich jetzt noch was machen oder nicht? Sieht irgendwie nicht so aus. Aber woher weiß er denn das? Oder ist das schon hinterlegt gewesen? Kann auch sein. Wisst ihr was, ich probiere das jetzt einfach aus, weil ich wissen will, ob das passt oder nicht. Wir hauen jetzt einfach mal einen Druck drauf und schauen, was passiert. Also ich habe jetzt in der Konsole geguckt, da hat er mir tatsächlich irgendwas hinterlegt jetzt. Wir drucken jetzt einfach mal was. Ich schaue halt dann, dass er nicht unbedingt kratzt. So, ich habe jetzt mit Cura einen XYZ Calibration Cube hochgeladen. Ihr seht, dass da 13 Minuten dauern soll der. Wir drucken einfach mal und schauen, was passiert. Jo. So, jetzt wird es interessant. Er fährt runter. Ja, das passt schon. Ich habe hier halt den Knopf da drauf. Und, wie sieht's aus? Ja, der Extruder hat so ein bisschen Probleme mit der Geschwindigkeit. Aber die
Dicke sieht ganz gut aus. Ja, der Z-Versatz, Z-Offset sieht toll aus. Der Extruder macht komische Sachen. Ich vermute mal, dass da der falsche Extruder noch hinterlegt ist von den E-Steps her. Deswegen bitte etwas überextrudieren. Okay, der Kollege hat diese Gear-Ratio reingetan, aber die braucht es nicht. Also ich habe es gerade nochmal nachgemessen. Jetzt habe ich die Gear-Ratio rausgenommen und jetzt kann ich auch 100 mm extrudieren, wenn ich 100 Meter einstelle. So, ich mache es nochmal folgendes. Ich habe jetzt nochmal Höhe kalibrieren gemacht und diesmal aber manuell, weil das mit der Automatik, das gefällt mir nicht. Jetzt fahren wir hier nochmal runter. So, jetzt hat er neu gestartet und ja, jetzt probieren wir es nochmal. Los! So, Augenblick der Wahrheit. Ja, er bringt was aufs Druckbett. Begeisterung. Okay, das ging tatsächlich schnell. Ja, ist noch fest, aber müssen wir uns dann anschauen. Ja, besonders, was haben wir hier? Ein bisschen Ringing vielleicht. So sieht es zumindest von hier aus. Ja, schauen wir uns genau an. Eiskalt wie ich bin, habe ich jetzt den ADXL-Sensor hier einmal festgeschraubt und hier einfach mit dem Tape, was dabei war, ja noch stabilisiert, weil hier passt kein einziges, also keine zwei Löcher so, wie ich es für den ADXL bräuchte und ich würde auch keine Lust, was zu konstruieren für einmal. Ja, dann würde ich sagen, stecken wir den jetzt noch am Pad an. So, hier steckt er jetzt mal. So, jetzt würde ich mir hier natürlich auch wieder eine Taste wünschen, wo ich einfach nur drauf drücke und sage, so, los, mach das, mach Vibrationstest. Aber das gibt es natürlich jetzt wieder nicht. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, was für Befehle muss ich da eingeben und dann sollte es losgehen. So, ich muss natürlich jetzt noch diese Geschichten hier eintragen in meine Printer-Config. Das hatte ich auch vergessen. Das muss man nämlich auch beim SonicPad alles nicht tun. Also Printer-Config. So, jetzt kann ich mal alles machen. Suche mal nach ADXL. Habe ich da was drin stehen? Vermutlich nicht. Nein, habe ich nichts drin stehen? Okay. Dann brauchen wir das. Das ist halt auch super gemacht hier. Ich kann hier das nicht kopieren. Warum kann ich das denn nicht kopieren? Jetzt muss ich es abtippen oder was? Ach Leute. So, ist jetzt erstmal wurscht. Das tippen wir jetzt einfach mal da rein. Also. Geklaut. Das ist doch furchtbar. CU. Ich tippe jetzt das einfach so ab. Es kann sein, dass es gar nicht funktioniert, weil ich noch was anderes machen muss, aber das wird sich herausstellen. Dann machen wir hier Serial Doppelpunkt Slash Temp Doppelpunkt Slash Temp Slash Clip Clipper Host MCU. So, dann machen wir noch eckige Klammern. ADXL 345. Zack. CS-PIN. Doppelpunkt CB1. Doppelpunkt NON. Okay. SPI-BUS. SPI Dev 1.1 Access Map Z Y minus X. Stimmt das? Weiß ich noch nicht. Ach so. Für die Orientation. Da muss ein Komma auch noch hin. Jetzt ist die Frage, wie ist meine Orientation? X? Nee, ich glaube, X passt bei mir auch. Ich habe es genauso gemacht, dass es passen müsste. Es könnte sein, dass ich ja minus Y machen muss und X müsste passen. So. Genau. So, haben wir das? Okay, Install on the Printer haben wir. Sonst noch irgendwas, was hier reingehört? Nein, ich muss hier, das kann ich noch machen nachher.
das Clipper Screen, dass das auch alles passt. CM4 habe ich nicht. Ich habe nur ein CB1, so viel ich weiß. Jetzt schau mal, ich glaube noch nicht ganz, dass es passt. So, weil es bei mir jetzt eben ausbeißt, weil ich nicht weiß, was ich jetzt hier machen sollte, habe ich jetzt hier nochmal geguckt, weil ich weiß ja, beim Fred hat der Robert ja das gleich eingestellt und ich muss jetzt hier nochmal in die Konsole rein und muss das CB1-Modul flashen. Aber warum steht das denn nirgendwo in der Bedienungsanleitung? Also ich habe hier geguckt, hier steht nichts. Hier steht nur, das muss ich machen, wenn ich den ADXL benutzen möchte. Und davor zum Beispiel steht auch hier nichts davon bei den Settings. Moment, ich kann hier auch nochmal gucken, weil vorhin habe ich da rausgesehen. Hier steht nämlich zum Beispiel Hostname, BTT, CB1 ist gar nicht drin. Ja, ist aber auch davor irgendwie gemacht worden. Also muss ich jetzt nochmal in die Konsole rein. Also PuTTY. Wie gesagt, also da müsst ihr euch dann schon zu helfen wissen. Hoppla. 192, 168, 0, 170. BQ. So. Dann CD Clipper. Dann schauen wir mal, habe ich ja hier irgendwo noch drin. Bin sehr faul, was das angeht. Also zack, zack, zack. Config, Printer Data, Make, Menu Config. So. Dann Microcontroller Linux Prozess hat es geheißen. Und dann kann ich, glaube ich, eh nicht mehr machen. Also Q, Yes und dann Make Flash. So. Dann hoffe ich, dass danach dann das passt. Dann muss ich den noch eintragen. Aber wie gesagt, es steht leider hier nirgendwo. Ich finde es ja ganz nett, dass wir ein Manual haben. Aber ich muss jetzt erstmal hier rumsuchen. Aber das ist halt tatsächlich, das ist für die Pro-User eben. Und ich bin kein Pro-User. Ich möchte das Ding einfach so benutzen. Deswegen sage ich ja, also jeder hat sein Pad, wo er sagt, das möchte ich gerne haben. Und mir ist es egal, ob ich da jetzt rumsuchen muss. Also ich habe jetzt definitiv wesentlich länger gebraucht, dieses Teil zum Laufen zu kriegen, als wenn ich es mit dem Sonic Pad gemacht hätte. Auch den ADXL, wie gesagt, den schließe ich ja beim Sonic Pad einfach nur an, stecke ihn da an und sage, jetzt mach deine Messung. Ob das so gut ist oder nicht, ist halt die andere Frage. Aber es ist fertig. Ja, schau mal. Okay. MCU Restart. Dann, was will er eigentlich hier? Achso, ja, okay. Da will ich auch nicht hin. Nein, geh weg, bitte. So, jetzt machen wir mal einen Neustart. Wird immer noch nicht gehen, denn ich habe ihn noch nicht eingetragen. Ich muss den erst noch, weiß ich jetzt auch nicht, wo es reingehört. In die, kommt da der Prozess? Nein, der Schmarrn, der muss auch in die Printer-Config vermutlich. Also, je nachdem, wo er das ausgelagert hat, kann auch sein, dass ihr das irgendwo anders dran habt. So, dann, da ist die MCU, genau. MCU CB1 steht aber hier jetzt schon drin. Das habe ich schon eingetragen. Das passt schon. So, nochmal weg. Firma Neustart. Ne, ich wollte eigentlich das andere, ist egal. Schauen wir mal, ob es jetzt passt oder nicht. Zur Not muss ich da vielleicht noch was eintragen. Ich habe das Video jetzt genau 5 Sekunden weiterlaufen lassen und Fred fragt, wer weiß denn sowas? Und ich muss ihm recht geben. Ja, jetzt geht's hier weiter. Und zwar, also habe ich jetzt alles aus dem Video raus, weil es ist mir jetzt auch alles ein bisschen zu. Ich kopiere es einfach rein, das passt schon. Ich muss den Service da noch rübernehmen. Okay. User Mode, hat er gesagt, müssen wir auch noch machen. Das ist dann der User BQ. Ja, ja. BQ. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal zurück auf Measuring Resonances. Da wollte ich hin. Ah, hier, Measuring. Bin ja dumm. Das brauchen wir noch alles. Jawohl. Das dauert jetzt wieder eine Zeit lang. Ja, und ihr kennt das vielleicht, das habe ich gerade an Robert geschrieben und in dem Zug, wo ich ihm Robert geschrieben habe und auf die Antwort gewartet habe, ist mir aufgefallen, hier war ein Doppelpunkt drin und hier war ein Leerzeichen drin. Und nachdem ich die jetzt rausgemacht habe, habe ich jetzt hier auch eine MCU CB1 stehen. Yay! So, was bei mir noch gefehlt hat in der Clipper-Config war eben das hier, Resonance Tester, dann den ADXL eintragen. Hier, das ist ein L, keine 1. Fehler habe ich auch nicht gemacht.
natürlich. Und ja, das habe ich aber teilweise vom Robert erfahren. Aber hier hätte ich es auch gefunden, tatsächlich. Also das hier hat noch gefehlt. Und ohne das könnt ihr nämlich keinen Test Resonances machen. Und ich habe jetzt XYZ bei allen dreien das Ganze gemacht. Und jetzt würde ich gerne noch weitermachen. Zwei CSV-Files kriegen wir dann. Jawohl, these files can be processed with the standalone script. Ja, okay, dann machen wir das doch mal. Schwuppdiwupp. XY, okay, dann so, zack. Macht er da was? Ne, weil ich kein, das Directory natürlich nicht stimmt. Temp Resonances muss ich es nochmal machen, kann natürlich auch sein. Ja, sehr wurscht, machen wir es ja nochmal. Ja, wie man eventuell sehen kann, habe ich es tatsächlich geschafft. Er misst jetzt die Resonanz. Ich bin begeistert. So, jetzt weiß ich nämlich auch, wenn das Verzeichnis wo es ist. Das habe ich nämlich vorher nicht gewusst. Also, Rob. Zack. Ich habe nicht geguckt, was das Skript macht. Er möchte das natürlich in eine Bilddatei umwandeln. Dann kriegt man die lustigen Graphen, was man da auch beim Fred und beim Robert gesehen hat. Ob mir die jetzt was bringen, weiß ich nicht. Man kann es mal anschauen. So, jetzt ist er fertig. Ich habe jetzt nochmal extra einzeln gemessen, weil mir das etwas zu unsicher war. Ich habe XYZ gehabt, dann war aber Y irgendwie ganz weit unten. Jetzt habe ich es einzeln gemessen und jetzt kann man das hier nochmal einfügen. Ich füge jetzt mal hier noch kurz das hier ein. Input Shape Banane. Zweimal brauchen wir es nicht. So, da kommt jetzt gleich noch was anderes rein. Moment. Speichern und schließen. Und ihr seht jetzt hier einmal, das ist die von der X-Achse. Also ihr seht hier, X ist rot. Diesmal ist X ganz unten, seltsamerweise. Ja, Y ist auch hier unten und Z ist ganz weit oben. Habe ich nicht ganz verstanden. Dann habe ich jetzt hier nochmal Y gemessen. Zack. Und hier sieht es jetzt so aus. Also Y ist jetzt hier grün, ist hier weiter oben. So ganz schlau werde ich jetzt tatsächlich nicht raus. Aber gut. Okay, ja, nachdem man mir jetzt ja das vorschlägt, ich soll diese Zeile nehmen, also Recombinant Shaper I, dann nehmen wir halt das, also 63,8 irgendwas, halt, das habe ich hier auch drin. Also, er sagt hier Frequenz, ja, wir nehmen jetzt einfach den hier mit, zumachen, Printer Config, machen wir kleiner hier, so. Dann nehmen wir das hier. Also wir sind jetzt bei Y, habe ich gesagt. Y Shaper Frequenz. Frequenz I 48 Hertz. 48. 48 gar nicht. Ich sehe das jetzt hier. Nein, stopp mal. Falsch, falsch. 3 Hump I. Nein, das ist Unsinn. 63, 18. 63. Punkt 8 oder Komma 8? Punkt 8 würde ich sagen. Und dann haben wir hier unten Shaper Type EI. Gut, nehmen wir das mal. Dann ja, können wir eigentlich auch gleich das vom anderen nehmen. Und zwar von X. X war ihr hier. Der sagt Recommended Shaper ist ZV. Ich verstehe zwar irgendwie nicht ganz, warum das einen Unterschied macht bei einem Delta, aber gut, ZV. Und da machen wir die Shaper Frequenz. ZV ist oben 67,2. Punkt 2 hätte ich gesagt. Jetzt machen wir das mal weg hier. Zack. Okay. Dann 67,2, 63,8. Hier steht es ja auch noch da. Okay, dann würde ich sagen, speichern und Neustart. Dann gucken wir mal, was er jetzt tut. Dann würde ich sagen, lassen wir ihn gleich einfach, jetzt tue ich erstmal den Sensor weg und dann lassen wir ihn den Pfiffel nochmal drucken. So, unsupported ZV ist nicht supported. Warum nicht? Das ist ja interessant. Warum? Es gibt doch ZV. Printer Config muss klein schreiben, kann ich sagen, oder? Ich schreibe es mal klein. Naja, vielleicht liegt es daran. Z, V, E, I. Kann ich mir zwar nicht vorstellen.
ja, lag wohl daran. Also nicht groß schreiben, klein schreiben. So, jetzt wie gesagt, mache ich den Sensor weg und dann drücken wir nochmal den Calibration Cube. Okay, es wäre auch ohne Konsole gegangen, habe ich jetzt gerade gesehen. Hier gibt es das Auto-Calibration. Ja, das finde ich gut. Hier kannst du es dann mit den Dingern verschieben. Das heißt, du musst nicht mehr in die Printer-Config rein. Ja, jetzt bin ich gespannt, was mir eher ausspuckt. Wie man hier sieht, der macht tatsächlich alles automatisch. Jetzt schreibt er unten auch hin, was er jetzt tut. Er berechnet gerade und jetzt sagt er, Klappe neu starten. Jawohl, machen wir mal. Schauen wir mal, was er tut. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Einstellungen, Input Shaper, der kann mich da dazu und jetzt seht ihr hier, jetzt habe ich da andere Werte. ZV, ZV, 70,8, 64,4. Ja, lustig, dass der da was anderes hinschreibt. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Eins wollte ich noch, gibt es hier Pit Tuning. Nein, 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 nein. Muss ich ihm das vielleicht auch einfach mal reinschreiben? Ich weiß es tatsächlich nicht. Das kam auch erst, nachdem ich ihm das gegeben habe. Aber Pit Tuning hatte ich. Naja, warte mal, das habe ich im anderen drin. Ah, jetzt pass auf. Okay, ich habe das Ganze nochmal gemacht. Ich habe ihn wieder festgeschraubt an derselben Stelle und jetzt sieht das Ganze wieder so aus, wie ich es vorher gemacht habe. Nee, einen Test würde ich jetzt noch machen. Ich stelle ihn jetzt auf den Boden und schaue, ob die Werte dann doch anders sind, weil ich glaube nämlich, der Tisch ist nämlich ganz schön, wenn man hier nämlich, ja, könnte schon was ausmachen an der X-Achse müsste sein, denn die sieht immer ein bisschen sehr seltsam aus. Ich stelle ihn mal am Boden. Nö, exakt dasselbe, genauso wie auf dem Tisch. Ja, gut, dann lass es so. Das ist übrigens auch Originalgeschwindigkeit. Also das kriegt er ganz gut hin erstmal. Schauen wir mal, wie weit, ja, wie lang es geht. Normales PLA, wir sind jetzt bei, ja, knappen 300 mm die Sekunde in der Spitze. Schauen wir mal. Das sieht eigentlich ganz akzeptabel aus erstmal. Gefällt mir. Ja, mein Fazit zum Bigtree Tech Pad 7. Also vorab erst einmal, was fand ich nicht so gut? Fangen wir mal damit an diesmal. Also, ihr habt gesehen, ich habe für die Einrichtung lange gebraucht in diesem Video. Ich kann euch aber sagen, ich habe bestimmt 3 bis 4 Stunden gebraucht. Nur um den FL-SAN Super Racer zum Laufen zu bringen. Und das habe ich auch mit Bigtree Tech schon besprochen. Es wäre schön, wenn hier der Laie, nein, nicht der Laie, der Anfänger, der sich damit auseinandersetzen möchte, zumindest ein bisschen an die Hand genommen wird und da ein paar Beispielsachen drauf werden, wie zum Beispiel das ADXL. Wenn bei dem Bigtree Tech Pad 7 schon ein ADXL dabei ist, dann wäre es doch schön, wenn zumindest die Konfigurationsdatei entweder mit auf der, ja, auf der SD-Karte sind oder auf dem USB-Stick oder schon auf dem Pad selber drauf. Weil das muss ja jeder machen. Ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Und sich das immer im Internet zusammensuchen zu müssen, ist ja ganz nett, aber ich kann mir halt auch deswegen nicht besser merken, dass ich es beim nächsten Mal wieder so machen muss. Wenn man einmal durch das ganze Prozedere durch ist, also ich habe auch schon Bigtree Tech geschrieben, wie es denn aussieht, ob man vielleicht so eine Funktionalität haben könnte für Anfänger wie das Sonic Pad. Also ich drücke da drauf, ich möchte meinen Drucker auswählen, ich sage ihm hier, pass auf, den und den Drucker habe ich, flash mir Clipper da drauf. Das würde es dem Anfänger sehr, sehr, sehr erleichtern und auch natürlich den Fortgeschritteneren oder den, wo ich zwischendrin bin, dass sie das Ding flashen können, also dass ich den Drucker flashen kann. Ich habe eine Antwort bekommen, die hat mich nicht ganz zufriedengestellt. Also sie berufen sich darauf, ja, sie versuchen es, anfängerfreundlicher zu werden, aber eigentlich ist das ja ein Open-Source-Teil und man kann damit so viele Sachen machen. Ja, gebe ich recht. Also ich kann ja da nicht nur Clipper drauf laufen lassen, aber ich stehe dort und ich bin ein Clipper-Pad. Ja, und wenn ich das bin, dann könnte ich zumindest wirklich den
Anfängern etwas unter die Arme greifen und nicht alles zusammensuchen lassen. Alleine der Login, also der BQBQ, wenn ich den als Anfänger, ich kaufe mir dieses Ding, dann möchte ich mich mit SSH einloggen, weil soweit habe ich jetzt gelesen, ja, ich muss mich einloggen und dann finde ich den Login nicht. Das kann ja nicht sein. Also ich habe ja zum Einrichten selber, man muss es ein bisschen anders sehen, zum Einrichten selber habe ich gar nicht so lange gebraucht. Ich habe nur so lange gebraucht, um mir das ganze Zeug zusammenzusuchen, damit ich das dann einrichten kann. Und BigGTech habe ich es leider auch schreiben müssen, mit dem SonicPad bin ich da einfach in 20 Minuten durch, egal bei welchem Drucker. Und deswegen sage ich, es ist ein tolles Gerät. Es ist, ich kann alles einstellen, was ich will, wenn ich das will. Ich kann als Fortgeschrittener das Ding komplett nutzen, weil ich ja das richtige Clipper drauf habe, nicht was abgespeckt ist. Aber für den Anfänger ist es halt schon ein Sprung ins kalte Wasser. Also ob ich da das BigGTech Pad dann empfehlen kann, weiß ich nicht. Also für einen Anfänger, der ambitioniert ist, der sagt, ich will das lernen, ich will da einmal durch die harte Schule durch, dann kauft das auf jeden Fall. Der Preis ist super, 120 Euro, kein Thema. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, kein Thema. Wenn ihr aber sagt, oh ja, ich will eigentlich nur das mal ausprobieren, dieses Clipper, und mal schauen, ob das besser geht oder nicht, müsst ihr nicht auf Bayerisch sagen, das könnt ihr auf Hochdeutsch auch sagen. Und dann würde ich tatsächlich eher zum SonicPad greifen, auch wenn ihr eingeschränkt seid. Ihr müsst es ja nicht für immer benutzen. Ja? Außerdem kann ich da auch einen Root-Zugang draufballern und so weiter. Das geht schon. Aber wie gesagt, also so ein bisschen an die Hand nehmen, fände ich schon toll. Alles andere ist schon eine coole Geschichte. Also ihr habt dabei den ADXL-Sensor. Ihr habt im Prinzip alles dabei, was ihr braucht. Mehrere Drucker anschließen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt, also Drucker vielleicht schon, aber mit Kamera wird es dann schwierig. Das habt ihr aber dasselbe Problem beim SonicPad auch. Da wird es auch bei den Raspberry Pis irgendwann immer schwierig. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viel kostet ein Raspberry Pi momentan, ist aber vollkommen wurscht. Ja, auf alle Fälle, ihr seht den Preis von 119 Euro, beziehungsweise, ja, muss man selber gucken. Ja, die erste Suche hier gibt es, hier bei Amazon 188 Euro, das kriegt ihr aber mit Sicherheit auch irgendwo anders noch billiger. Ja, seht ihr, bei 3D-Check kostet es dann nur noch 169 Euro. Also eine Preisrange von 129 bis 169 Euro. Da seid ihr beim SonicPad ungefähr beim selben. Auch das SpeederPad, das habe ich auch mittlerweile da, kostet genau dasselbe. Ja, jetzt müsst ihr entscheiden. Wollt ihr euch mit dem Thema komplett auseinandersetzen? Wollt ihr einmal durch die harte Schule? Wollt ihr aber danach auch das Potenzial komplett ausnutzen? Dann nehmt ihr das BigGTech Pad 7. Wenn ihr sagt, ich bin Anfänger, möchte mal nur reinschnuppern, würde ich eher das SonicPad empfehlen. SpeederPad, weiß ich noch nicht so ganz genau, da bin ich noch nicht so ganz reingekommen. Ich bin der Meinung, das SpeederPad ist eigentlich nur für den FSAN V400, aber ihr könnt gerne in den Kommentaren was anderes schreiben. Ja, auf alle Fälle, also Pad 7, wie gesagt, für Einsteiger, wie gesagt, wenn ihr durch die harte Schule wollt, ihr Einsteiger, macht das. Wenn ihr Fortgeschrittener seid, das haben sowieso die Fortgeschrittenen, wenn dann dieses Pad hier gekauft. Da bin ich mir fast sicher. Ja, soweit zu meinem Fazit. Wie gesagt, tolles Gerät. Ich kann damit viel mehr machen, als ich eigentlich für Clipper brauche. Das werde ich aber tatsächlich auch noch ausprobieren. Also ich werde da mal ein anderes Betriebssystem noch draufballern und schauen, was da so geht. Ja, ihr habt es gesehen. Links unten in der Videobeschreibung natürlich wie immer. Und ja, drückt die Abonnenten und die Glocken. Fürs Zeichen.